Joe und Tore, das Traumpaar aus der verbotenen Liebe ist bei uns. Da sind sie, Christian und Oliver. Und der Joe ist auch ein echter Gourmet. Ne? Du bist ein richtig guter Koch. Weiß auch Elke aus Leipzig, die hat dich beim perfekten Promi-Dinner gesehen. Ah. Sagt, cooler Koch. Danke, Elke. Hast du denn gewonnen überhaupt? Ja, ohne dass es arrogant klingen soll, ja. Aber das, ist ja auch sehr stolz drauf. Ja, ja, das finde ich auch. Es ging mir tatsächlich bei der Teilnahme nicht darum zu gewinnen, um des Gewinns willen, sondern weil das Geld ja für einen guten Zweck gestiftet wurde. Und zwar an die AIDS-Hilfe Köln in meinem Fall, wo ich mich als Botschafter betätige oder wir. Und deswegen war das mein Ansporn, gewinnen zu wollen. Und dass ich dann einfach gewonnen habe und die Gäste sagten, das war ein schöner Abend bei dir, das freut mich natürlich. Ja. Ganz, ganz viele sagen, was sagt man jetzt, Joe oder Jo oder im Prinzip ist wurscht. Ja, es ist insofern wurscht, dass ich mich an alles gewöhnt habe. Eigentlich ist es Jo. Ich heiße in echt Johannes Hermann Bruno Anton Beil. Jo, die Kurzversion. Johannes Hermann Bruno Anton, habe ich auch im Handy. Ist bis heute ein Streitpunkt zwischen meinen Eltern, diese vielen Namen, weil mein Vater die heimlich eintragen lassen hat. Ach nee. Ja, meine Eltern hatten sich auf Johannes geeinigt. Und mein Vater fand es aber schick, dass ein Mann viele Namen hat. Die ganze Familie musste da drin sein und hat das dann heimlich, während meine Mutter noch mit mir im Krankenhaus war, eintragen lassen. Und das ist bis heute so ein kleiner Wunderpunkt. Also meine Mutter ist sehr auf meiner Seite, wenn ich sage, kein Mensch braucht so viele Namen. Ich habe auch 5. Aber oh, verrate ich uns. Jetzt hast du auch nicht alle im Muss ich sagen. Ja. Ingo, Nikolaus, Reinhard, Werner und Ingrid steht, glaube ich, sogar Ingrid? Noch. Ja, ich weiß nicht, wie die das durchgebracht haben, aber das steht, glaube ich, in der Taufurkunde. Wie viel hast du? Ein. Tore Schölermann. Und wäre ich ein Mädchen, hieß ich, glaube ich, Kim. Also, naja, dann ist alles sehr überschaubar. Ja. Dann Klaus aus Wuppertal mit einer Frage, die auch viele Fans beschäftigt. Inwieweit könnt ihr selbst mitbestimmen, wie weit es in einer Szene zwischen euch geht? Könnt ihr auch mal sagen, ja, also das ist jetzt genug gekuschelt. Ja, im Grunde, der Regisseur sagt uns, hat da das Sagen. Also wenn der sagt, ihr geht da noch weiter, dann, also das hat natürlich absolut Grenzen, weil... Allein der Vorabend gibt ja, der gibt nicht viel mehr, da sind andere Sender weiter, aber wir proben ja die Sachen, wir haben ja immer einen Probenmontag und da proben wir die Szenen auch und da besprechen wir das und da gehen wir, bieten was an und meistens ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ne? Oder dann sagt der Regisseur hier, das ist dann sehr technisch auch, also nichts Romantisches oder also so. Also Spaß macht's keinen wieder mal. Ne? Wir gucken mal, wie das Wetter wird am Wochenende, ob das Spaß macht. Wünschen wir dir auch. Vielen Dank, Katja. Katharina aus Weinheim fragt, ich glaube am 3. und am 6. September wird um 18 Uhr in der ARD dann sozusagen verbotene Liebe technisch geheiratet. Würdet ihr im wirklichen Leben auch kirchlich heiraten? Ich möchte eigentlich gar nicht heiraten, aber wenn ich heiraten würde, fast genauso wie wir geheiratet haben, weil das echt sehr schön gemacht war. Mit Dirk Bach als Pfarrer? Wahrscheinlich ohne Dirk Bach, aber mit Feuerwerk, ja. Mit Feuerwerk? Ja, klar, richtig, also Feuerwerk, alles so. Habt ihr dann auch irgendwie so nach Drehschluss richtig gefeiert? Weil da genug wäre ja da gewesen. Wir waren nach unserem Ja-Wort, an dem Tag sind wir gemeinsam ein Trinken gegangen. Wir haben gesagt, das haben wir uns jetzt verdient und waren abends mal schön ein Trinken. Es war ein sehr anstrengender Tag, deshalb haben wir gesagt, so, jetzt einmal. Mit wie vielen Soap-Kollegen seid ihr befreundet? Die deutsche Soap-Szene ist ja... unglaublich groß. Viele. Ihr kennt euch. Wir kennen ganz viele Kollegen aus unterschiedlichen Produktionen, gerade vom Marienhof. Mit denen haben wir einfach senderbedingt mehr zu tun. Ja. Aber klar, man sieht sie auf allen Events. Also es sind wäre die Frage von Katrin aus Österreich auch beantwortet. Ihr macht am Wochenende, habe ich gelesen, schon mit Feng e-mailt ein Beachvolleyballturnier. Ja, wir fahren jetzt gleich nach Cuxhaven noch. Da werden schon die Daumen gedrückt von Günther aus aus Wien. Was macht denn der auf dem Beachvolleyball? Oh, Günther aus Wien, ganz liebe Grüße. Ein ganz lieber Fan, der uns schon lange verfolgt. Verfolgt ist das aber begleitet. Ja, und einfach bei allem mitmacht und das ist toll. Dann, ja gut, Traumrollen hatten wir ja schon besprochen. Ne? Dich vermitteln wir ans Forsthaus Falkenau, das, inklusive Hund und Wildschweinjagd. Und bei dir besorgen wir was auf dem Traumschiff. Ja, Traumschiff, dann bin ich glücklich. Was passiert eigentlich, wenn einer von euch krank wird, wollte Petra aus Köln wissen. Das geht nicht, wir werden nicht krank. Das ist auch nicht. Ne? Nein, das ist tatsächlich so, also das ist ganz, ganz problematisch. Nein. Also wir drehen, solange wir laufen können, drehen wir. Ja. Also eine Folge am Tag, das heißt schauspieltechnisch, da wird geklotzt. Richtig, also wir machen das, man kann das so sagen, wir machen 25 Minuten oder bis 30 Minuten am Tag. Beim Film sind es, glaube ich, 1,5 bis 2 Minuten pro Tag. Also aber heute habt ihr dann insofern frei, dass nicht mehr gedreht wird. Jetzt, doch, gleich drehen wir noch. Ihr dreht auch noch. War es das jetzt? Ja, ja, jetzt war es. Oh Gott, das war ich muss einmal meine Mutter grüßen, das habe ich noch nie gemacht. Wir föhnen uns in Richtung Wochenende und am Montag sehen wir uns dann wieder. Punkt 5 nach 9. Servus, schönes Wochenende. Ja. Ach, schön. Ja.